So, da sind wir schon wieder zurück bei einer weiteren Folge von Let's Play, genau, Fallout 4. Bin schon wieder da und bin ich jetzt geguckt, dass ich mein Stockwerk höher komme. Was ist eigentlich für Dialekt, den ich da gerade spreche? Das ist Schwäbisch, versucht Schwäbisch zu sprechen, gemixt mit Ossi-Dialekt. Na, das geht ja mal gar nicht. Okay, wir sind noch ein Stockwerk weiter oben. Und es geht noch eins höher. Ja gut, es ist immer noch eine Kirsche, ne? Kirsche. Mit dem ist nicht gut Kirschen essen. Von Joma ist natürlich Front Row, ne? Das ist schon krass. Was ist das? Alter! Immer diese random Skelette, die mich voll erschrecken. Finde ich nicht gut. Oh! Erräumische! Die machen wir doch glatt mal auf. Wir können ja mal gucken, was ich schon mal drin finde. Ja! Hallo! Teddybären! Oh, was ist das? Handgelenkwickel für Supermutanten, okay. Jet und Mentats, nehmen wir durch mit. Patronen, Patronen. Und Teddybären. Eine große Babyflasche, eine Haarklammerbox mit drei Haarklammern, das ist auch toll. Die Teddybären möchte ich gerne mitnehmen für meinen Hund. Und für die Kinder. Das wäre doch. Oh, alter Piper, hör auf mit dem Scheiß. Ey. Nicht fallen. Nicht fallen. Nicht fallen. Karma, Bitch. Kacke, Mann. Du schaust aber auch nicht mehr gesund aus. Okay, wir müssen nochmal hoch. Ich bin runtergefallen. Das tut mir leid. Jetzt, wo gerade Piper da war, weißt du? Fällt er die Treppe runter. Super Sache. Ach, Toby. Du kleiner Idiot. Oh, was liegt da Schönes? Das möchte ich haben. Da ist nichts drin. Ich glaub's nicht. Ah, jetzt komme ich hier nicht mehr weg. Mama mia, hilf mir! Ich steck fest! Ach, das war knapp. Nein! Das kann doch nicht. Leck mich. Oh, da haben wir noch gar nicht reingeguckt. Alter Schwede, was ist das denn? Kochplatte. Geil. Ich wollte schon immer mal eine Kiste looten mit einer Kochplatte darin. Heute ist es soweit. Ich bin overwhelmed. I'm so fucking overwhelmed. Ja, ich hatte ja angekündigt, dass wir in dieser Folge ein bisschen looten. Wenn ich allerdings so weitermache wie bisher, werden wir dazu nicht kommen. Haha, oh, guck mal, eine Hornswoggle-Leiter. Sehr geil. Ich speichere mal. Oh, Sandsäcke, guck mal. Aber da ist schon irgendwas runtergekracht, ne? Das war wohl mal eine Falle. Ziemlich ausgefallen für ein Gotteshaus. War das jetzt ein Wortwitz oder war das einfach nur so mal random irgendwas gesagt? Wenn man weiß, dass du noch da bist, Mutti. Oh, was macht denn ihr zwei da? Was genau macht ihr zwei da? Hm? Ich will es nicht wissen. So, russische Eier. Guck mal, wir haben russische Eier gefunden. Was haben wir hier? Verbranntes Buch. Und ein Absturz. Okay. Super Sache. Okay, ich würde sagen, wir können gehen. Ich glaube, wir haben alles gesehen. Alles gefunden. Und, ich glaube, hier gibt es nichts mehr. Haben wir doch einiges gefunden hier. Ist ja super. War eine ganz nette Geschichte. So, ab nach Back Bay und dann Back Bay zurück nach Sanctuary. Gehen wir nach Sanctuary oder gehen wir... Ich überlege gerade, ob wir nach Sanctuary... Ja doch, bei Sanctuary haben wir halt unsere ganzen Waffen, ne? Da könnten wir mal gucken, ob wir vielleicht... Ja, weiß ich nicht. Ja, ich weiß, entweder... Ja doch, komm. Wir laden uns... Nee, das ist auch scheiße. Ich wollte gerade sagen, wir laden unseren Schrott quasi ab bei... Bei der Festung und dann bei Sanctuary sozusagen machen wir dann alles klar. Aber wenn wir bei Sanctuary dann eine Waffe aufmobben wollen, aufmobben vor allem, aufmodden natürlich, ist das natürlich ein bisschen doof. Von dem her gucken wir, dass wir einfach rüberdüsen und den liebe Gott einen guten Mann sein lasse. Das ist genau das, was ich will. So.
Ja, hier gibt es auf jeden Fall noch jede Menge zu entdecken. Ja. Von Hinz bis Kuhn zu Gloria, aber wir gehen jetzt wie gesagt mal weiter. Beziehungsweise wieder zurück. Ich glaube, Mission haben wir soweit abgeschlossen. Sonst bei Ritter Rice melden und was war das andere? Gelehrter Halen Bericht erstatten. Okay, das machen wir dann natürlich auch. Aber jetzt erstmal die allseits bekannte Rückkehr nach Sanctuary. Sanctuary. Fire Rescue. I'm the Terminator. Yeah. I'll be big. So, und dann schauen wir mal, was wir bei dem, was waren Waffen und sowas jetzt irgendwie aufmodden oder so, ich weiß es noch gar nicht. Wir bräuchten halt mal noch eine Waffe, wo wir auch nicht Munition haben, beziehungsweise ich würde das Impro-Gewehr halt gerne noch ein bisschen weiter ausbauen. Da müssen wir mal die Waffenfreak, Verbesserung quasi skillen. Guck ich gleich mal. Gucken wir uns mal, oh. Was ist hier los? Alter! Joins die und dann guckt erstmal so ein fetter Kuharsch ins Gesicht. Hi. Dürfte ich ihn immer unter Bobbes fassen? Nein! Nein! Nicht mein Arsch! Okay. Pass auf, Werkstatt und dann einmal gesamten Schrott einlagern und schon mal wieder Platz im Inventar. Wo ist denn Pippa? Pippa, hey. Komm mal her. Wohin des Weges? So, den Fatman und das Präzisionsgewehr, das darfst du behalten. Das gucken wir uns gleich nochmal an. Wir nehmen erstmal den ganzen Schrott mit. Schrott. Wir nehmen alles mit. Was man kriegen kann. Jo, ich kann nicht mehr rennen, alles klar. Aber das passt schon. So, das passt schon. So, hier wieder einlagern, einmal Transfers und dann einmal gesamten Schrott einlagern. Patz, das war wieder jede Menge Zeugs. So, pass auf. Ich war schon immer ja, Minigun ist natürlich auch geil. Boah. Macht zwar nur 8 Schaden, ne, aber... Könnte man das noch erhöhen? Ach, mit dem Lauf kann man es erhöhen. Alter. Gunnar-Visier. Reißwolf, was ist das denn? Das sieht ja strange aus. Oh, ich muss niesen. So. Vorschlagkammer kannst du auch noch durchdringend oder schwer machen, Alter. Boah. Was können wir uns mal Kampfschritte eigentlich noch machen? Alter. Mächtiger Verschluss. Wieso haben wir den noch nicht? Hä? Das geht hoch bis 118 tatsächlich. Wieso haben wir denn den anderen hier noch nicht? Krass. Haben wir davon irgendwas nicht so viel? Nee, ist alles super. Ach, wegen dem Waffenrang, ne? Ah, das haben wir aber. Ja, geil, Alter. 104 Schaden, hallo? Krasser Scheiß. Kann er noch irgendwas machen? Was? Überlegene Nachladegeschwindigkeit. Mach mal hier Schnelllademagazin. Pan, das packen wir auch gleich noch mit drauf. Gut, ich glaube, das Standardvisier kann man lassen, oder? Reflexvisier. Können wir auch noch mit draufklatschen, glaube ich. Passt. So, jetzt haben wir eine richtig geile Kampfflinte hier mit 104 Schaden. Das ist ja der Hammer. Was können wir hier machen? Boah. Alter. Mit dem Revolver. Hier das Impro-Gewehr. Ich glaube, da haben wir aber schon sogar mit das Beste drauf, ne? 22. Oh, nee, wir können hier den 45er-Verschluss noch mit draufpappen. Hä? Ach, dann ist es eine 45er, deswegen macht es mehr Schaden. Okay, warte. Das ist scheiße. Gibt es denn hier nichts, was den Schaden noch erhöht? Das ist doch kacke. Präzisionskolben. Das würde einen Punkt bringen. Nee, gar nicht mal. Blödsinn. Das ist das Magazin, das ist eh uninteressant. Hier verbessert nichts den Schaden. Also ich glaube, das Impro-Gewehr kriegen wir nicht mehr besser. Was extrem scheiße ist. Na gut, das Ding können wir natürlich noch verbessern, dass es besseren Schaden macht, aber da haben wir zu wenig Zellen für. Müssen wir uns mal mit ein paar Sins anlegen oder so. Denk nur ein bisschen aufs Maul hauen, da. 51, 61, das wäre auch nicht schlecht, komm. Pöppen wir mal drauf, da. Das ist super.
Da können wir nichts mehr machen. Standardmagazin, großes Magazin. Verringert aber die Nachladegeschwindigkeit. Mündungsbremse. Brauchen wir nicht. Okay, was haben wir noch? Scharfschützengewehr und das Katana. Alter, gezackte Klinge. Krass. Elektroklinge, boah. Was man da alles machen kann, ne? Das ist der Hammer. Okay. Ne, das passt erstmal soweit. Das ist okay. Das ist in Ordnung. Schau mal, da noch alles drin. Hundehalsband, Repetierer, Pistole, Impulsmine, Maschinenpistole. Ey, warte mal. Was ist eigentlich mit der hier? 12 Schaden. Aber auch nur 87 Munition für. Das ist auch kacke. Oder dann packen wir das hier wieder rein. Die packen wir rein. Eine Minigun packen wir damit rein. Den Vorschlaghammer brauchen wir auch nicht unterwegs. Die Kreuzschlüssel kann man mal drin lassen. Wobei. Ach komm, lass mal drin. Der hat nur 2 Gewicht, das ist in Ordnung. Scharfschützengewehr haben wir zu viele dabei. 69. Das ist ein Laserscharfschützengewehr. 69. Hat beides die gleiche Muni? Ja. Ja komm, lass mal das hier da. Was ist das? Lasergewehr. Das können wir auch da lassen. Das können wir auch zu Hause lassen. Und hier haben wir sonst nichts mehr drin, ne? Eine Automatikpistole haben wir da noch. 10 mm. 10 mm. Hm. Okay. Rechtmäßige Herrschaft ist eine geile Waffe, aber können wir da nichts mit anfangen gerade. Splitterminen. Nee. Was ist das hier? Brennstoff? Das sind Flammenwerfer? Das sind Präzisionsgewehre? Hm. Kampfscharfschützengewehre, Raketenwerfer, Kampfgewehr. Das war Conny Allen mit, zieh mir die Pistole, ey, scheiße. Was wir noch bräuchten, wäre vielleicht so eine 10 mm. Was ist auch eine Pistole, ne? Ist halt die Frage, wie weit könnten wir diese Pistole noch verbessern? Moment. Pro Pistole? Nein. Gewehr? Nein. Automatikpistole, guck mal. Bis 32 Schaden. Pam. Hau mal drauf da. Und das hauen wir auch mal mit drauf. Ich meine, so eine Pistole muss ja nichts Schlimmes sein, ja? Weißt du, das kann man ja vielleicht ganz gut sogar gebrauchen, wenn man auch eine gute Pistole dabei hat. Dann faff ich die gerade mal. Warte mal, die Minigun. Wo ist die Mutti? Mutti! Aufgepasst. Ist das Piper, die da so schnackt, oder was? Ah, die hat ja auch noch jede Menge Scheiße dabei. Hier, warte mal, das können wir alles mal mit hier. Genau wie das hier. Und du kriegst von mir die Kronkorkmine, die Kyrogranate, die Minigun. Den ganzen Grom, den wir nicht brauchen, ne? Herstellen, pass auf. Präzisions... Ist das das, was wir gerade mitgenommen haben? Jo. Kann die was? Nö. Nö. Kann nix. Behalten wir. Ich glaube, die hatten wir auch gerade noch gefunden, ne? Nee, oder? 22. Hä, welche 10 mm Pistole waren das? Das war die, wo wir gerade verbessert haben, ne? Ja. Okay, dann kann die hier weg. Ja. Die kann weg. Das Scharfschützengewehr, das können wir auch wieder behalten. Warte mal, dann packen wir das hier gerade mal dort mit hinein. Transfers. Und dann hauen wir da mal rein. Die nehmen wir mit. Da packen wir rein. Das Scharfschützengewehr nicht. Das haben wir nicht, das haben wir gefafft. Das packen wir rein. Jetzt haben wir eine Überpistole, nehmen wir jetzt wieder mit. Laser Scharfschützengewehr. Das können wir auch erstmal da lassen, weil wir es halt, wie gesagt, echt nicht benutzen können. Das ist Schwachsinn. Okay. So, jetzt gehen wir gerade nochmal hier hin.
Und schau mal, das Wächters Metallrüstung, linkes Bein. Können wir irgendwas verbessern? Taschen haben wir dran. Ich glaube, sonst können wir Montana aber noch nicht machen, weil wir keinen Kleber mehr haben. Das ist scheiße. Aber wir können ja vielleicht das ein oder andere Ding noch verwerten hier. Warte mal, da müssen wir hier dran gehen. Werkstatt. Oh, die brauchen Wasser hier, ne? Können wir so eine Wasseranlage bauen? Hier so eine? Ja, das können wir auf jeden Fall machen. So, und das Ding muss jetzt in die Wasser, ins Wasser, ne? Wir haben doch hier Wasser. Da vorne ist doch Wasser. Guck mal da. Da ist ein Wasser. So, hier. Guck mal, da ist doch perfekt. Putz. So. Brauchst noch Energie. Okay, warte, da muss ich wieder raus. Ach komm, dann können wir mal hier zerstört das Haus. Können wir das nicht mal wegsplattern hier? Jo. Genau, die Kloschüssel hier. Und das, den Kram hier. Das kann auch alles weg. Okay, pass auf, dann kriegt das Ding noch ein bisschen Strom angezapft. Was ist das eigentlich? Das ist ein Windrad, ne? Ah, das produziert 3, alles klar. Können wir da nicht ein Kabel rüberlegen? Wobei, ich könnte auch Schnellreiseziel, ne? Warte mal, Ressourcen, Läden, Energie. Können wir so einen Generator bauen, so einen kleinen? Wir machen das 3 und das braucht, glaube ich, auch 3, ne? Okay, da unten hin können wir es nicht setzen, ne? Das passt nicht, ne? Das passt nicht, ne? Ne, ne, ne. Also setzen wir das gute Stück hier hin. Kabel. Noch da drüben. Geht jetzt natürlich nicht, ne? Warum geht das nicht? Ah, weil da wieder was den Weg ist, ist das. Ach, das kann doch nicht sein. Na doch mal gucken, was ich doch da unten irgendwie hinsetzen können. Hä? Nein! Hör doch auf! Es ist doch so scheiße. Warte. Ah, dieser Baumstamm. Reicht das vom Kabel her, wenn ich den hier hinsetze? Hä? Ha! So, und jetzt funktioniert das mit dem Wasser auch super. Perfekt. Na also. Jetzt kann ich noch hier ein paar Betten irgendwo hinsetzen, irgendwelche Häuser, random einfach. Weil dann haben wir vielleicht noch demnächst ein paar mehr Leute, die hier noch mit dabei sind. Weil wir haben gerade eine Bevölkerung von 7. Mehr geht halt nicht wegen den Betten. Aber vielleicht, wenn ich hier einfach mal noch ein Bettchen hinsetze. Hier so. Da so. Und da so, das passt doch. Wir müssen halt hier noch ein bisschen aufräumen, aber das machen wir nicht jetzt. Habe ich ja mal gesagt, ich will eigentlich die Städte so ein bisschen. Also die Stadt so ein bisschen aufbauen, wenn wir mal wieder im Stream sind. Jetzt komme ich hier nicht raus, Alter. Boah. Weg mit der ganzen Scheiße, Mann. Ach, das ist der Funkturm hier, okay. So. Okay, ich wollte eigentlich was ganz anderes machen, und zwar wollte ich. Pass up. Hier nochmal raus. Ach komm schon, geh raus. Kleidung. Pilotenhelm. Ablegen, ablegen, ablegen. 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 So. Dann gehen wir da ins Werkstattmenü rein. So. Dann können wir nämlich das hier. Dann können wir das hier nämlich easy weasy. Einfach verwerten, wie wir gerade lustig sind. Das geht aber nicht. Okay, die Metallrüstung kann man nicht verwerten, aber das ist mir jetzt auch egal. Ach, hier ist noch ein Lederding, okay. So. Wagenheber, weg. Perfekt. So, wir gehen jetzt noch darüber und rüsten uns noch und rasten uns noch hier mit den Dingens aus und dann ist aber mal gut für heute, nicht? Dann können wir hier nochmal gerade bei Hilfsmittel gucken. Also 6 Wasser ist okay. Blutpakete brauchen wir keine 9 dabei. Buffot reichen wie eh und die 2 Stück. Cram nehmen wir mit. Das kann auch da alles bleiben. Hier gegrillter Red, gegrillte Kakerlake 2 ist okay. 3 vom gerösteten Fleisch. Die Gummibonbons lassen wir sogar komplett zu Hause. Jet brauchen wir auch nie mehr als. Oh, auch nie mehr als 2. Kartoffelchips, was wir da nicht alles haben. Köterkeule, hier, da lassen wir auch mal zu Hause.
Medics lassen wir zu Hause. Mentats reichen 3 dabei. Myalok Eye lassen wir da. Myalok Königin Steak, das können wir auch da lassen. Nuka Cola Sherry. 3 hier. Das nehmen wir mit. Psycho reichen 2. Tobi heißt Psycho. Okay. Tobi, okay. Da können wir mal. Ja, toll, jetzt habe ich nur 9 dabei. Ja, super. So war das jetzt eigentlich nicht geplant. Warte mal, da müssen wir uns wieder ein bisschen was mitnehmen. Oh, meine Nase. Wir freuen uns gleich Folge beende und meine Nase putzen kann, Alter. Jetzt habe ich die ganzen Snippacks mitgenommen. Geil. Wobei die ja keinen Platz wegnehmen. Also kann ich es auch mitnehmen. Ist ja Schwachsinn, dazu sagen, dazu sparen. Das ist Blödsinn. So, apropos Blödsinn. Ich hau mir jetzt noch ein Redaway rein und in dieser Zeit verabschiede ich mich schon mal von euch und würde sagen, wir hören und sehen uns, wenn ihr möchtet. Morgen um 20 Uhr, dann geht's weiter mit Fallout 4. Nee, stimmt gar nicht. Morgen gibt's gar keine Fallout-Folge, weil morgen ist WrestleMania Day. Also wir hören und sehen uns wieder am Montag um 20 Uhr, wenn ihr möchtet, bei einer weiteren Folge von, genau, Let's Play Fallout 4. Haut rein! Ja, das war eine weitere Folge von Let's Play Fallout 4. War spannend, war cool. Kann man auf jeden Fall mal machen und ich würde sagen, wir hören uns wieder dann am Montag wieder. Dann geht's weiter mit Fallout 4. Wie gesagt, morgen ist WrestleMania Day, da gibt's keine Folge. Da gibt's nur Wrestling. Oh yeah. Bis dahin, ciao.